Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge The Long Dark. Ja, in der letzten Folge haben wir von der grauen Mutter letztendlich den Tipp bekommen oder den Schlüssel bekommen zu der Truhe ihrer Tochter, in der sich eine Kletterausrüstung befindet. Und diese wird sich hier oben befinden. Wir müssen jetzt mal schauen. Das sieht eher nach ihrem Schlafzimmer aus. Dann schauen wir mal. Wir finden das Ganze in Lilis Kinderzimmer. Oh, hier liegt aber einiges an Zeug rum. So, Truhe. Bingo. Na, halt, durchsuchen wir auch ganz sinnvoll. Na, jetzt aber. So, Kletterseil, sehr schön. Brauchbare McInhave-Jacke. Klettersocken. Lilis Karte, sehr schön. Neue Mission. Kapitel 4, das verlorene Paradies. Perfekt. Damit haben wir Kapitel 3 abgeschlossen. Und die graue Mutter sind wir damit, glaube ich, auch endlich los. Ein bisschen nervig ist sie, ja. So. Dann schauen wir einmal. Und zwar schauen wir erstmal die Mission an. Verlorene Pass findet den Kletterbereich am Rande von Milton. Okay, Nebenstories, Miltons Vorratsversteck, Bankschließfachschlüsse von Milton. So, die graue Mutter, wie sieht's denn aus? Was braucht man? Wir haben Kaninchenpelzfäustlinge mehr freigeschalten. Wissen Ausdauermühle. Weltrelevante Informationen zur Ausdauermühle, das interessiert uns eigentlich nicht. Bergsteiferstiefel von der grauen Mutter. 375. Wir schauen mal, wie viel Stoff wir noch haben. Malt und Herstellung. 8. Ah komm, was soll's. Wir werden das komplett abschließen. Dann kriege ich vielleicht noch die Bergsteigerstiefel. Die könnten recht gut sein. Heißt, wir werden jetzt hier noch Verbände herstellen, werden das alles der grauen Mutter soweit geben, was wir übrig haben und hoffen, dass das Vertrauen ausreicht, dass wir noch die Bergsteigerstiefel bekommen. So, ich stelle mal alle Verbände her und gebe ihr alle. Zu Hause haben wir noch ein bisschen Stoff. Da werden wir dann sowieso nochmal Zwischenhalten machen müssen, denn ich weiß, dass wenn man jetzt hier das Kletterseil dann benutzt am Ende, kommt man nicht mehr zurück. Das heißt, wir müssen alles, was wir brauchen, müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Sonst ist das ganze Zeug, was wir gesammelt haben und nicht mitnehmen, einfach weg. So, wir haben Verbände. Da haben wir, glaube ich, auch einen Dosenöffner übrig. Denn da haben wir zwei. Dosenöffner. Genau, einen mit 81%, einen mit 68%. Ich würde mal glatt behaupten, dass sie den besseren kriegt. Kaninchenpelzfäustlinge. Wenn du hier draußen überleben willst, musst du dich selbst versorgen können. Stimmt. Als ich jung war, wussten wir das, was das bedeutet. Wenn wir das kaputt ging, konnten wir nicht einfach online Ersatz bestellen. Und es dann per Drohne bis an unsere Haustür liefern lassen. Wart mal ab, bis Amazon es hinkriegt. Ich wusste schon als kleines Mädchen, wie man Kaninchen jagt und Kleidung aus ihrem Feld näht. Ich zeige dir, wie es geht. Sehr schön, dann haben wir das jetzt gelernt. So, dann wieder Vertrauen. Dann geben wir dir Gegenstände. Und zwar geben wir dir einmal einen Dosenöffner. Dann geben wir dir die Verbände. Aber alle. Und wir geben dir die Einmannpackung. Okay. Großer Bär. War's das? Ja, das war's. Kannst du mir über Großer Bär erzählen? So, das ist das mit dieser Ausdauermühle. Nichts, was du aus den Geschichtsbüchern lesen kannst. Hm? Ach, zum Teufel, nimm das hier. Baumutter vertraut dir jetzt. Okay, 365. Sind bei 365 Vertrauen. Uns fehlt 10. Okay, die machen wir auf jeden Fall noch. Wir haben ein Buch oder sowas bekommen von ihr, wo was drinsteht wahrscheinlich. So, wir haben Hagebutten. Wir haben zweimal Nähzeug sogar. So, wir haben Nahrung, wir haben das Zeug hier. So, wir haben Wassertabletten, haben wir auch einiges. Okay. Gut, wir werden jetzt dann erstmal noch etwas Stoff brauchen. Oder ein paar Äste nicht, die bringen glaube ich nur einen Punkt. Da würde ich mich jetzt doof und dämlich suchen. Wir schauen mal, wo der Wolf sich gerade aufhält. Der müsste weiter weg sein. Denn mit dem Reh ist er so gut wie fertig.
Dann machen wir uns jetzt erstmal nach Hause. Wir müssen zu Hause erstmal das ganze Zeug sortieren, was wir jetzt haben. Dann stellen wir noch einige Verbände her, gehen nochmal zur grauen Mutter. Lassen uns die Bergsteigerstiefel geben oder das Rezept für die Bergsteigerstiefel, je nachdem, was wir von ihr kriegen. Und dieser blöde Wolf hin. Und dann schauen wir mal. Und dann machen wir uns auf die Suche des Richtung Kletterpfad. So, das Fleisch hier nehmen wir auch mit, das können wir auch uns auch noch reinziehen. Dann müssen wir noch auswählen, was wir überhaupt mitnehmen und was wir da lassen. Denn alles mitnehmen können wir nicht, denn das Kletterseil wiegt, glaube ich, eine ganze Menge. 5 Kilo. Holla die Waldfee. So, soll heißen. Erstmal aussortieren. Das Zeug hier weg. Na, das passt hier nicht mal rein. Legen wir in die Schublade. So, wir haben hier drin Signalpatrone. Oh, Nähzeug ein komplettes. Lampenöl, die Fackeln. Steine nehmen wir nicht mit. Metallschrott, das nehmen wir mit. Die Hagebutten lassen wir zurück. Davon finde ich neue. So, das Zeug hier würde ich gerne mitnehmen, auch wenn es noch nicht ganz trocken ist. So, dann werden wir einmal auffüllen, und zwar unsere Lampen. Beziehungsweise die hier. Reparieren kann ich die. Benötigt einfaches Werkzeug, das haben wir, das nehmen wir auch mit. Das müsste hier irgendwo drin liegen. Aber wir schauen erstmal. So, Metallschrott nehmen wir mit. Getrocknetes Leder, damit reparieren wir auf jeden Fall nochmal unsere Klamotten. So, Schlafsack. Nabadrohne nehmen wir mit. Stein nehmen wir nicht mit. Lampenöl lassen wir auch da. Klamotten müssen wir nochmal aussortieren. Die Holzkohle ist halt die Frage. Gut, alle ganzen 10 Millionen Streichhölzer brauche ich auch nicht. Wiegen jetzt nicht so viel, aber ich brauche sie einfach echt nicht. So, das Ding ist sowieso voll. Dann haben wir hier Zeitung, Zeitung, Metall, Holz und noch mehr Kohle. Aber wir werden erstmal ein bisschen schleifen. Und zwar unser Beil. Denn je schärfer das Beil ist, desto besser kann ich mich gegen die Wölfe verteidigen. So, wir sind bei 53%. Das bringt allerdings nur 3% oder sowas, das Schleifen, glaube ich. Ja, 3%. Das kostet uns 5% vom Schleifstein. Oha. Allerdings, unsere Fertigkeit wird natürlich immer besser. Und desto mehr Prozent holen wir dann dementsprechend raus. Jetzt sind es schon 4%. Und wir schleifen jetzt erstmal munter das Beil zu Ende. So, 70%. Allerdings ein bisschen was von dem Schleifstein heben wir uns auf. So, 82%. 55 Eimer schleifen wir noch. Das müsste dann erstmal reichen. Wir brauchen sowieso jetzt dann erstmal was zu trinken, was zu essen und so weiter. Soll heißen, wir hauen uns erstmal das Ding hier rein. So, dann ziehen wir uns den hier noch rein. Dann trinken wir erstmal einen Schluck. So. Nächster Schritt, Klamotten. Klamotten reparieren vor allem. Ich brauche jetzt erstmal Stoff. Haben wir hier denn Stoff noch irgendwo rumliegen? Nee, habe ich nicht. Wir haben allerdings noch Klamotten, die wir zerreißen können. Soll heißen, wir zerlegen jetzt erstmal ordentlich Klamotten. Vor allem diese ganze Sportsocken und alles. Und Charles und was weiß ich alles. So. Aktion, zerlegen, Stoff. Dann kriegen wir nämlich auch die restlichen Verbände zusammen, die wir der grauen Mutter gar geben, damit wir die Schuhe kriegen. Ich hoffe zumindest, dass das komplette Schuhe sind. Kann natürlich auch sein, dass es nur ein Rezept ist für die Schuhe. Und wir haben noch ein bisschen Tageslicht. Wir können sogar nochmal Klamotten reparieren, solange wir Tageslicht haben. Stimmt eigentlich. Ich sollte erst nochmal reparieren, nach Möglichkeit.
Weil zerlegen können wir auch, wenn es dunkel ist. Reparieren können wir nur, wenn es hell ist. So, 100%. 94%. Die hier würde ich gerne reparieren, denn die müsste... Wow, 2,2. So, die hat 1,9, die hat 0,7. Abgenutzte Skijacke, einfacher Parker. 2,2. Boah, die ist besser als... Besser als unsers. Winddicht, aber nicht gut isoliert. Ah, die schützt hauptsächlich vor Wind, aber dafür ist sie von der Wärmeentwicklung her nicht so gut. Okay. Heißt, wir zerlegen erstmal die hier. Das heißt, die Skijacke ist zwar gegen Wind super, allerdings nicht isoliert. Dann nehmen wir doch 1,9, 1,8. Wir nehmen die hier. Halt, anziehen. Die würde auf 2 kommen und die würde wahrscheinlich auch auf 2 kommen. Dann zerlegen wir die hier noch. Das bringt 2 Stoff immerhin. So, wir haben gleich kein Tageslicht mehr. Ich sollte erst wirklich mal reparieren. So, wir haben hier 0,8, 0,3 bei 51. Boah, das heißt, die bringt aber auch nicht wirklich viel mehr. So, die sind bei 95, die sind bei 70% und bringen nur 7. Bring halt vier Rüstungen, die einen nur eine Rüstung. Die behalten wir mal. Wir zerlegen allerdings hier die Söckchen. Oh, die bringen 0,8. Anziehen, reparieren. Bringen auf jeden Fall mehr. Die, wo wir anhaben. So. 100%, sehr schön. Bringen 1 Grad, das ist super. So, die bringen 0,5 nämlich nur. Die bringen gar nichts. So, zerlegen. So, das würde an Verbänden auf jeden Fall jetzt schon mal reichen. Das heißt, wir werden den restlichen Scheiß ablegen. Das heißt, wir legen die hier ab. Legen die hier ab. Legen die hier ab. Wir legen das Ding hier ab. Auch wenn es schade drum ist, wir legen den hier ab. Und wir legen das Ding hier ab. So, dann ist es sowieso schon dunkel. Heißt, wir werden uns jetzt erstmal hinlegen. Wir trinken erst noch einen Schluck. Wasser habe ich noch im Kühlschrank. Essen habe ich auch noch ein bisschen was im Kühlschrank. Und dann legen wir uns jetzt aber erstmal schlafen, bis wieder hell ist. Sagen wir mal, 12 Stunden kannst du ruhig schlafen. Und dann machen wir uns auf den Weg zur Grauen Mutter. Das sollten wir in der Folge noch schaffen. Dann kriegen wir da die restliche... Das restliche Vertrauen gar voll bei ihr. So. Trinken... komm, hau die hier rein. Die Dosen, die kosten mir nämlich auch relativ viel Gewicht. Kriegen wir da ein bisschen Kalorien und ein bisschen Platz wieder. So. Dann einmal herstellen. Ich hoffe, das reicht aus. Dann stellen wir noch ein paar Verbände her. Ich glaube, 4 Stück oder 3 oder 4 Stück müssten reichen. Ja, sowieso jeweils 2 raus. So, das müsste jetzt reichen. Dann machen wir uns auf den Weg zur Grauen Mutter. Wie sieht's aus? Wir haben 31 Kilo dabei. Wir sind allerdings einig. Was ist denn da so schwer? So, wir haben hier eigentlich Zeug drin, was ich komplett zurücklassen muss, weil Kohle, ich weiß nicht, vielleicht nehme ich die Kohle noch mit. Das Bargeld lassen wir auf jeden Fall da. Das brauchen wir nicht. Die Zeitung brauchen wir nicht. Alles umlagern. Wir nehmen die für Bücher, brauchen wir nicht. Liegen auch einiges. So, das Zeug hier bleibt da. Essen, das ziehen wir uns noch komplett rein. Die Fackeln nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Die sind gerade gegen Wölfe ganz sinnvoll. Und mit dem Metallschrott, damit können wir das Zeug reparieren. Ich glaube, die, ja, das haben wir hier drin. Das nehmen wir einmal, dann möchte ich nämlich gerne die Lampe hier reparieren. Das muss ich aber aus dem Menü rausmachen.
Aktion reparieren Metallschrott. So, 84%. Einmal reparieren wir das ganze Ding noch. Das dauert relativ lange. Allerdings... Ah, wir sind gescheitert. Wir nehmen noch ein bisschen mit. Ich habe ja noch Metallschrott übrig. So. Einmal noch... Auffüllen nicht, sondern reparieren. Gescheitert, okay. Hier haben wir keinen Metallschrott drin. Hier haben wir aber... auch keinen Metallschrott drin. Hier haben wir Metallschrott drin, aber auch nur noch einen. Habe ich hier irgendwas abgelegt? Nee, hier nicht. Okay, einmal versuchen wir es noch. Na! Bingo! So, 100%. Die Lampe ist auch voll. Dann können wir die hier eigentlich ablegen. Die kostet auch einiges an Gewicht. So, dann in dieser Folge werden wir das auf jeden Fall noch machen. Wir gehen jetzt noch schnell zur grauen Mutter. Außer uns springt jetzt der Wolf ins Gesicht. Und werden mal schauen, ob die Schuhe, die wir von ihr kriegen, fertige Schuhe sind oder ob das Schuhe sind, die wir uns erst zusammenbauen müssen. So, ein bisschen sprinten können wir auch. Und in der nächsten Folge werden wir uns dann schon aufmachen und Milton verlassen. Dann sind wir eigentlich mit dem ersten Kapitel, sollten wir dann komplett durch sein. Dann müssen wir zu Kapitel Nummer 2 kommen, also Hauptkapitel Nummer 2. So, wir möchten dir vertrauen, Gegenstände, nicht den Dosenöffner, aber die Verbände geben wir dir mal komplett. So, plus 30, 175, mehr geht nicht. Vertrauen, bessere Stiefel. Und das richtige Schuhwerk kommst du in diesem rauen Gelände nicht weit. Ich habe nur das, was ich anhatte, als ich abgestürzt bin. Gar nicht wahr, wir haben Kampfstiefel gefunden. Dann musst du dir nehmen, was ein anderer zurückgelassen hat. Meinen Füßen geht es prima. Sei nicht zu stur, Festländer. Hier, nimm diese alten Stiefel, sie gehören... Ach, egal, nimm sie einfach. Sie gehören zu den besten, die man zum Klettern bekommen kann. Dann bekommst du sicher weiter. Okay, das heißt, wir haben ganze Stiefel bekommen. So, die bringen 2,2 bei 87%. Danke. Die nehmen wir sehr gerne. Können wir die reparieren? Ich glaube, wir haben Leder sogar dabei. Ja, die können wir sogar noch reparieren. Leder und Stoff, kein Problem. Oh, wir brauchen dringend was zu trinken. So, 100%, 2,5 Grad. Nicht verkehrt. So. Dann trinken wir was. Wir essen jetzt noch ein bisschen was. Dann kriegen wir da auch noch mal ein bisschen Platz hin. Wir ziehen uns rein die Tomatensuppe erstmal und dann noch die Pfirsiche. Allerdings für diese Folge war es das Ganze erstmal wieder. In der nächsten Folge werden wir dann Milton endlich verlassen. Und dann schauen wir mal, ob wir Astrid dann irgendwo finden und hoffentlich mal weiter in der Story kommen. Denn wir haben letztendlich nur der grauen Mutter geholfen. Wir haben jetzt zwar nützliche Gegenstände Gott sei Dank noch rausgekriegt, aber sonst war es das erstmal so ziemlich. Und ja, schauen wir mal, was dann draus wird. Ich bedanke mich fürs Zusehen, würde mich über einen oder anderen Kommentar freuen, über einen Daumen nach oben ganz besonders und viel, viel mehr noch über ein Abo. Mittlerweile bei 41 Abonnenten, vielen Dank dafür und ich sage, macht's gut, bis zur nächsten Folge.